So, nun fahre ich mal ins Herz von Reno. Ich habe gerade getankt für 3,27. Schmerz. Aber es ist überall so teuer hier. Guck mal da hinten die Wettersituation an. Ei, Dreckwetter. Scheiße. Das verfolgt mich. Vorne geht das. Von vormittag sah das so gut aus. Das sind nur 4 Meilen. Da muss ich, glaube ich, auf der NST bleiben. Da fahre ich wieder am Nugget vorbei. Wo ich ja gestern auch schon mal vor in die andere Richtung unterwegs war. Ihr könnt euch sicherlich erinnern. Eben noch schön gefrühstückt. Ein bisschen gezockt, aber sind genau umgekommen. Dann lasse ich Sie der Route für 3 Meilen. Dann lasse ich es bleiben, wenn nichts bei rumkommt. Denn man soll nichts übers Knie brechen. Waren die großen Kästen auch schon. Das ist also nicht super weit weg. Sparks liegt, das hier hinter mir ist ja Sparks. Sparks liegt, liegt nördlich in Reno. Schnell, da war hier 65. Ich fahr 60. Ja, die Trucks sind ja auch der Hammer, ne? Unglaublich. Nach Sacramento, der Hauptstadt von Kalifornien. Aber das ist weit weg. Oh mein. Oh, gut, dass ich heute nicht Auto fahren muss. Ich gehe mal nach rechts. Ach, nee. Nein, bleib ich hier. Ich wollte schon sagen, ich gehe mal nach rechts rüber. Ja, toll. Ja, wurde ich gleich eines Besseren belehrt. Ne? Ich bin schon das Autofahrer. Da hinten ist das Zentrum. Da will ich hin. Okay, ich hoffe, ihr könnt das sehen. In den ganzen hohen Häusern. Kommen wir direkt drauf zu. Ja, wenn ich hier weiterfahre, geht es nach Carson City. Das ist gerade geblitzt. Nach Carson City. Kennt ihr auch? Ich weiß nicht, sind wir da schon mal durch? Also ich bin da schon mal durch. Ja, ihr auch. Mit mir zusammen, ne? Das fängt an zu regnen. Ich habe die Autoscheiben nochmal schön sauber gemacht, damit ihr gucken könnt. Oh Mann. Morgen geht's nach Vegas. Wird auch höchste Zeit, echt. Kein Bock auf die Autofahrerei. Nur nochmal so ein Monster-Turn und dann Lego Mio, echt. Denn nur noch kurze Strecken. Denn mal so Tagesausflüge. Ich muss die Lüftung hier mal anders einstellen. Ja. Ganz schön warm. Hier im Auto gewesen. Draußen ist es 63 Grad Fahrenheit. Geht. Okay. Ja, das ist schon das Herz. Seht ihr das? Upsala. Ausfahrt 13. Wo ist denn die 13? Ah, da hinten, Exit 13. Ah, also da, wo die jetzt rauffahren. Da schiebe ich mich einfach mal so dazwischen. Nehmen Sie die Ausfahrt 13. So. Wir hier den Exit 13 und da muss ich mich bestimmt rechts halten, ne? Links? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, meine lieben Freunde. Wäre nur schön, wenn er das jetzt sagt. Links. Klar, wenn da. Sie die zweite links. Downtown. Downtown. Ich weiß nicht. Ja, hier. Hier sicherlich, hoffe ich. Darf ich gar nicht links. Hier darf ich gar nicht links. Biegen Sie links ab. Hier muss ich links. Aha, das ist ja schon das Circus Circus. Ja, das war ja einfach. Das war ja eine unserer einfachsten Übungen. Reno.
Dann sieht ihr auch schon das Schild. Nehmen Sie die dritte rechts. Jetzt mache ich das Ding jetzt mal aus. Mal gucken hier. Ich fahre mal mit euch hier durch. Bin ich grün? Weiß ich nicht. Scheißegal. Hier das rechts ist das Circus Circus. The biggest city in the world. The biggest little city in the world. Ich fahr da mal mit euch unten durch und dann mache ich mal den Wendemann. Ich wollte hier ins Circus Circus und dann den Rest den marschiere ich dann zu Fuß. Aber zum Bilder machen. Hier, da trägt mir deiner. Ich wollte eigentlich ein paar Fotos machen, ne? Aber das Wetter lohnt ja gar nicht. Mann. Was haben wir denn hier? Hier rechts ist das Circus Circus. Dann haben wir hier das Legacy Silver. Silver Legacy. Das kenne ich auch noch, stimmt. Eldorado, glaube ich. Eldorado. Ja, ich werde im Circus Circus irgendwo parken. Ich wollte euch nur das Schild mal zeigen. Dann mache ich irgendwie die Wände, Mann, wenn das denn geht. Was haben wir denn da? Virginian. Okay. Hier, das ist dieses berühmte Reno-Schild, wie ihr seht. Das muss ich mal gucken. Da kann ich ja hier auch irgendwo parken. Wäre auch nicht so doof, ne? Nee. Seht ihr das? Ja, klar seht ihr das. So, und jetzt würde ich ganz gerne wenden wollen. Da vorne ist das Cal Neva. Horseshoe hier rechts. The Nugget. Das sind die ganzen kleinen Kästen hier. Da hört es auch bald wieder auf. So, und dann versuche ich mal irgendwie zu wenden. Und zurück zum Circus Circus zu fahren. So, das mache ich mal in aller Ruhe. Oder ich drehe hier mal rechts. Ich gehe mal rechts. Fahren wir mal nach rechts, ne? Ich mache mal so einen U-Turn sozusagen. So. Dann biege ich da wieder rechts ab, wenn das denn geht. Ne, One-Way. Scheiße. Geht nicht. Wo fährt der hier auf zwei Spuren? Das ist ja alles noch scheiße. Kann ich hier nach rechts? Ja, sollte eigentlich gehen. Ja, hier darf ich rechts. Hier darf ich rechts, meine lieben Freunde. Und dann fahren wir mal hinten rum wieder zurück irgendwie. Dass ich ins Circus Circus reinkomme. Ei, was ist das für ein Kasten hier, ne? Okay. Okay. Ich versuche mal zu pissen, scheiße. Motor Lodge. Boah. Hammer. Ich weiß gar nicht, was da für ein Kasten ist. Scheißegal, ne? Scheißegal, meine lieben Freunde, wir haben wieder rot. Bonanza in. Auch nicht so prickelnd aus, ne? Bonanza in. Aber der Kasten hier ist natürlich der Burner, ne? Boah. Glitzerkasten. Glitzerkasten. Ja, die Fenster, die haben die natürlich immer so gülden. So ähnlich wie im Stratosphäre, weil das reflektiert die Wärme und Sonne, ne? So, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen hier. Taxi, Buses only. Die fünfte Straße. Warte mal, Wischer hier. Scheibenwischer ist auch geil, ne? Das ist Wischnatter. Mit Wischnatter ist nichts mehr zu tun, das ist rüber mobben, ne? Einfach rüber mobben. Ich sehe nichts mehr, ne? Stopp. So, Four-Way, stopp. Okay. Aha. Das sieht man doch so nach Circus Circus aus. Hoffe ich jedenfalls. Circus Circus, ja, hier ist es doch. Circus Circus, jetzt muss ich bloß mal gucken, wo hier Self-Parking Entrance dann. Exit. Und Exit ist es auch ein. Das ist zweimal Exit. Scheiße, kommt gar nicht hin, ne?
Nee, komme ich nicht hin. Fuck. Komme ich denn da hin? Exit, Exit? Ja, und Exit, das muss ja auch irgendwo ein Eingang sein, ne? Das ist bestimmt da hinten, ne? Muss ich einmal um Kuchen rum. Muss ich einmal um Kuchen rum. Darf ich hier. Ist das One Way? Ja. Also hier darf ich nicht links. Boah, was ist das jetzt? Ich hasse das mit diesen komischen Straßen hier. Vier, fünfspurig. Das ist in eine Richtung. So, pass auf, jetzt muss ich. Ja, hier ist das Parkhaus vom Circus Circus. So, dann fahre ich hier mal links. Enter, hier. Hier ist es doch. Oh Mann, bin ich blöd. Bin ich blöd, ey. Welcome, thank you for choosing Circus Circus. Maximum Clearance 7 Zoll. Enjoy your stay. So, dann wollen wir mal gucken hier. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie 15 Minuten Parking. Mit 15 Minuten Parking will ich ja nicht. Hier ist alles 15 Minuten Parking? Hier ist nicht mehr 15 Minuten Parking. Ja, dann stelle ich mich doch hier hin, Mensch. Ist das leer hier? Mal. Stell ich mich doch hier hin. So. Schwing. Ja, schon bin ich da. Seht ihr, so einfach ist das. Mit dem kleinen Perle. Naja, okay. Boah. So, jetzt, jetzt stehen wir im Parkhaus vom Circus Circus. Ne? Geil, ne? Jetzt ist bloß die Frage, wie komme ich da ins Casino rein? Aber das finden wir die schon finden. Das ist ja immer alles ausgeschildert Richtung Casino und sowas. Self-Parking. Darf ich hier bestehen? Bestimmt. Bestimmt. Ich lasse einfach mal drauf los. Peace, meine lieben Freunde. Hallo Freunde, zurück in meinem Auto. Meine Erkundungstour ist beendet. Das regnet und es ist arschkalt draußen. Ich habe keinen Bock mehr. Boah, bin richtig durchgefroren und durchgetröpfelt. Ein bisschen feucht. Also, ich wollte eigentlich mal Fotos machen, aber ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, wenn ich da jetzt so durchfilme. Das Regnen ist ein Dreckwetter und arschkalt und überhaupt. Also richtig widerlich. Ich mache kein einziges Foto. Da habe ich keinen Bock drauf. Da, das muss nicht sein. Ich fahre jetzt wieder zurück zu meiner Basisfahrt zum Outlet-Center und werde jetzt nochmal in diese Shopping-Mall rein. Hinter meinem Hotel, auf der anderen Seite vom See. Und da nochmal trocken meine Zeit verbringen. Mal gucken, was da so an Sachen gibt. Vielleicht finde ich da ja das eine oder andere. Mal gucken. Habe ich ja dieses Jahr auch noch nicht gemacht. Geshoppt. Also zumindest mal gucken gehen. Das ist jetzt mein nächster Plan. Also draußen, boah, zum Kotzen. Wie viel Grad haben wir denn? Ist richtig abgekühlt. Boah. Was sagt mein Temperatureisen hier? Dauert ein Momentchen. 63 Grad, aber windig. Windig und regnerisch. Also unangenehm. Wirklich unangenehm draußen. Boah. Also draußen kann man sich nicht rumtreiben. Macht keinen Spaß. Mir wurde es auch schon voll gekleckert hier. Draußen macht mir das keine Freude. Boah, ist das Ding dreckig. Kann gar nicht mehr durchgucken. Ja, also steht jetzt Shopping auf dem Plan. Und ich werde auch heute nicht so lange machen. Ich werde nachher noch irgendwo Mangiare machen. Vielleicht noch eine Pizza essen gehen. Und vielleicht kombiniere ich das auch. Shoppen und dann Pizza essen gehen. Und da hole ich mich heute mal früh ins Bett, damit ich morgen rechtzeitig hier loskomme. Dass ich ausgeruht bin, ne? Ja. Also wird das heute ein klassischer Füßehochtag. Also so ein bisschen rumtüdeln, ne? So. Tschüss. Wo ist der Knopf hier? Hier ist der Knopf. So sieht das jetzt draußen aus. Richtig eklig. Richtig widerlich. Kalt. Und unangenehm. Katastrophe, echt. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier so hinfahre. Ich lasse mich einfach von meinem Navi leiten und renne unten durch die Straße. Ui! Was platt gefahren. Da rennt ein herrenloser Hund rum. Irgendwas hat mich gebissen am Bein. Wie habe ich da eine Beule? Irgendwas hat mich da angeknabbert. Ich denke, was tut mir mein Bein so komisch? Ja, hat mich da irgend so eine Bettwanze wahrscheinlich erwischt. Jetzt eben gerade im Circus Circus oder in den anderen Kästen.
Nebenan ist. Das ist aber auch Ranzkästen. Mann, oh Mann. Und so leer, wie das da ist, erlebt man das selten. Ne? Also so leer habe ich das selten gesehen. Und ist heute Donnerstag. Das kann vielleicht auch mit der Woche noch einen Tag zu erklären sein. Aber echt, echt übel. Echt übel. Also wenn das öfter so ist, könnt ihr bald einpacken, ne? Ja. Ja, oh Mann. So. Dann fahre ich mal ein bisschen. Ist ja nicht weit. So, nun bin ich wieder auf der Zielgeraden zum Western Village. Aber da will ich ja nicht hin. Da vorne seht ihr, ist das Hotelgebäude. Hier ist das Western Village. Da penne ich ja. So, aber wir wollen durch den Marina Park irgendwie durch. Sparks Marina Park. Kreiseln wir uns durch und fahren um den See rum. Wischi. Zur Shopping Mall da. Nehme ich euch mal mit, damit ihr wisst, wo, wie man da hinfindet. Ja, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt muss ich nach rechts. Ja. Always stop. Das funktioniert hier immer ausgezeichnet. Okay, da hat sich jetzt vorgedrängelt, der Pisser. Der Ami-Pisser hat sich vorgedrängelt. So, dann geht das hier um den Marina Park rum. Das ist so ein künstlicher See, den die hier angelegt haben. Seht ihr das? Hübsch, hübsch. Das ist ein riesen Parkhaus. Legends heißt das. Legends. Mal gucken. Und das ist so eine großes Outlet Center, glaube ich. Ich war da ja auch noch nie drin. Wollte da immer mal rein, aber das mache ich heute. Denn aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. So. Quasi vom Hotel gleich um die Ecke. Man könnte auch zu Fuß hingehen, am See vorbei. Ne? Das bei dem Wetter mache ich das nicht. Das hatte ich eigentlich geplant, dass ich da zu Fuß hinstiefel, wenn das Wetter schön gewesen wäre. Aber nö. Da sehen wir auch schon Outlets. Geradeaus. Legends. Hier sehen wir das Logger. Immer noch, das war zum Kotzen. Habe ich jetzt gerade erst angefangen zu pissen. Die Straßen sind nämlich noch trocken. Hier sieht man auch wieder das Logo. Legends. So, mal gucken hier. Fahren wir mal hier links. Vorne ist es. Also es ist ein großes Outlet Center. Was haben wir hier noch? Hier ist auch übrigens in diesem Legends auch die Pizzeria drin. 21. Ja, mit allen Stores, die man so braucht. Parking. Na, dann fahren wir doch einfach mal den Schildern Parking nach. Ne? Outback Stickers haben wir ja auch. Best Buy haben wir ja auch. Ist ja eigentlich alles da. Aber jetzt sag nicht, das ist offen. Das wäre ja. Scheiße. Das
wäre ja richtig scheiße. Best Buy haben die auch hier, ist auch nicht schlecht. Aber brauche ich nicht. Das ist offen. Nee, das ist doch scheiße. Bei dem Wetter. Ich dachte, das wäre so eine. Das ist tatsächlich, das ist offen. Ui, da wird mir richtig nass, ne? Ja, da ziehe ich mir nochmal ein Jäckchen an, ne? Bei 6 Twain. Also, falls ich es nicht wiederfinden soll, gucke ich mir das Video an. Ich parke bei Twain. Nummer 6. Ey, das ist ja scheiße. Gap Factory Store. Das ist offen. Mann, kacke. Egal. 57 Grad. Also, da ziehe ich mir noch mal eine Jacke über. Zusätzlich noch. Ne? Guck, wie lange ich das aushalte. Okay. Probieren wir mal. Tschüss. Ich dachte, das wäre so eine überdachte Geschichte von einer Republik. Ah, Leute. Ja, das kommt davor, wenn man. Wenn man sich nicht vorher informiert. Na gut, woher soll ich das doch wissen, ne? Ich dachte, das wäre so schön überdacht irgendwie. So. Okay, ich kann ja trotzdem mal nichts latschen. Peace. Da will ich mal berichten danach.